fest Elisabeth mit dem Kretschgummi? Ich habe sehr gerne Käugummi. Christoph ist unterwegs auf der Suche nach einem neuen Sujet. Toll. Genau. Hier haben wir den Grössenvergleich vom kleinen Rüsselkäferli gesehen. Fast aus wie ein Elefant. Also der Elefant, der hat etwa eine Länge von 6,5 Meter und der Rüsselkäfer von 3 mm. Der Elefant ist also über 2000 Mal länger als der Rüsselkäfer. Wenn die zwei nebeneinander stehen, die können einander nicht erkennen. Der eine weiss vom anderen nicht. Und hier sehen wir unser Verhältnis im Grössenvergleich zum Weltall. Da muss man sagen, wir verstehen wahrscheinlich auch sehr viel nicht. Hier sehen wir eben den Rüsselkäfer. Es ist ein Königskerzenblattschaber. Und der hat etwas geschmückt. Und ist jetzt auf der Suche. Man muss schauen, was schmeckt hier so viel. Hier ist oben am Stängel und jetzt hat er auch etwas geschmeckt. Etwas sehr Interessantes. Man sieht, das Männchen ist ein bisschen kleiner als die Zwiebel. So, sie muss sich dem Herrn bekannt machen. Sie geht sich vorstellen. Tut sich noch die Nase putzen vorher. Jetzt fragt sie ihn wahrscheinlich für ein Date. Sie nehmen es wirklich sehr schön gemütlich. Jetzt tut sie davon laufen und eigentlich soll er jetzt hinten noch. Für sein Interesse zu zeigen. Aber er hat noch nicht ganz kapiert, was er machen soll. So, jetzt geht es ihnen fragen. Was hast du für ein Problem, Kollege? Er kommt einfach hin und vorne machen. Es ist klar, der ist in diesem Frühling geschlüpft. Das ist sein erster Date. Er ist verleidet und sie ist wieder den Stängel zu ab. Und wartet dort offenbar auf einen Rastkandidat. Schau hier, wie man Hitchcock-Film. Der mit dem Duschvorhang, wie hat es denn schon geheissen? Motel oder so.
So etwas. Der Hotel. So, jetzt glaube ich, jetzt weiss er, was er will. Nein, das hat er noch nicht kapiert. Mama, er sieht ganz entschlossen aus. Biegt aber falsch ab. Sehr bald Pfeiler. Jetzt. Doch ein interessanter Duft. Nein, schüttel allein, langt nicht, Kollege. Falsche Seite, das ist ganz falsche Seite. Hat doch geklappt. Ja, jetzt läuft es über den Kopf, vom Kopf nach hinten. Und das heisst offenbar für die Käferli, jetzt ist fertig. Auf jeden Fall haben sich die Wege wieder getrennt. Und sie sucht sicher jetzt einen Platz, um ihre Eier zu legen. Das ist ein Singdrossel. Also wir sehen sie bei uns selten, obwohl es heisst, es sei ein häufiger Brutvogel bei uns. Aber wir haben die das erste Mal gesehen. Das ist mit einem Tele aufgenommen und es ist ja, gute 50 Meter weiter weg. Das ist eine wunderschöne kleine Fliege. Irgendwie mit Calliopum. Mehr habe ich nicht herausgefunden. Sie ist kleiner als 5 mm. Und sie frisst verrottetes Pflanzenmaterial. Sie ist wirklich wunderschön in der Farbe, so metallisch. Richtig schönes kleines Fliegen. Da sieht man auch den Rüssel, den sie hat. Da hier vom Blatt absuchen. Und sie ist sehr gemächlich unterwegs. Das ist gäbig zum Filmen. Aber ich glaube nicht, dass sie Latinisch kann. Du hast gesagt, wie die heisst. Calliopum. Das glaube ich nicht. Also, das ist nicht sie selber, die so heisst, sondern die Art.
Wir müssen mal schauen, wie viele Fliegenarten es überhaupt gibt in der Schweiz. Der hat mir gefallen. Das ist ein zufriedener Stein. Du musst mal schauen, der Baum liebt ihn. Oh, der hat ihn so schön eingebettet. Und der lächelt so zufrieden. Richtig süß. Das wär's. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.